mit Verbindung mit Spionagesatelliten. Und es ist sehr wichtig im Hinblick auf Verteidigungsplattformen. Ich rede jetzt über den sogenannten Defense Support Programm. Es handelt sich hier um ein Programm, was Beobachtung und Bekämpfung, das ist ein Zitat, von sogenannten Pathwalker-Objekten dient. Das sind Objekte, unsere Militär schon sehr gut kennt. Sie tauchen auf in unserer irdischen Atmosphäre, in den oberen Schichten der Atmosphäre, operieren dort eine bestimmte Zeit und verschwinden. Aber sie haben eine sehr große Geschwindigkeit. Also Time Gap, ich wiederhole es nochmal, die Koordinaten haben auch Echelon genannt, also eine riesen Abhöranlage in England, Koordinaten, wissen wir, ob die richtig sind, weil ich würde das ermessen, dass es ein Gap mit 23,799 S. Das ist nicht ganz korrekt, teilweise auch zu Abhörzwecken und zu Spionagezwecken gedacht, aber auch in Richtung Verteidigung und vor allem in Richtung Beobachtung des Weltalls, weil das mit diesem Programm, mit diesem Defense Support Programm zusammen auch arbeitet. Und das ist ein Programm, das in Verbindung mit bestimmten Deep Space, das ist eine andere Abkürzung, Deep Space Plattformen steht. Das ist ein Gürtel von bestimmten Satelliten, geosynchronen Satelliten in der Höhe von 38.000 Kilometern. Die sind stationiert in dieser Höhe und arbeiten zusammen mit NORAD, mit diesem DST-Programm und eignet sich nicht nur für Beobachtung und Abhörungszwecken, aber auch für ballistische Langstreckenraketen. Und Führersystemen und Lokalisierung von Objekten, die nicht nur im Luftraum der Erde sich bewegen, aber auch in Richtung Weltall sind bestimmte Sensoren von diesen Satelliten ausgerichtet. Und wenn etwas von dieser Richtung in Richtung Erde käme oder kommt, dann wird sofort durch dieses System erfasst. Und dann natürlich, was geschieht, die Sache ist offen. Es gibt mehrere Optionen. Aber es ist gut dokumentiert, dass es sogenannte Fastwalker-Objekte gibt, die man sehr schon kennt. Das sind Objekte, die plötzlich in diesem hohen System von der Erdatmosphäre auftauchen und das befinden. Und die werden von diesen Satelliten genau beobachtet, auf Geschwindigkeit, auf Bewegung und auf andere Parameter. Das alles wird natürlich in Computer gehen und registriert und so weiter und so fort. Und diese Fastwalker, diese Objekte, man nennt sie so Fastwalker, sie kommen plötzlich mit sehr hoher Geschwindigkeit, teilweise 12- bis 5-fache Fahrgeschwindigkeit, und sie kommen aus dem Weltraum, tauchen hier ein und dann verschwinden sie. Aber was interessant ist, dass meistens in regelmäßigen Abständen, wenn sie registriert werden, dann kommt es
unsere Atmosphäre zu merkwürdigen Sichtungen. Es gibt auch eine Dokumentation, glaube ich, die heißt Fast Walkers. Ja. Ja, genau. Also es ist ja ein ziemlich weitläufiger Begriff schon drauf, also es sind Objekte, die gerne mit 20.000, 25.000 km/h in der Atmosphäre unterwegs sind. Zehnmal mehr sogar. Zehnmal mehr? Ja. 200.000 km/h in der Atmosphäre? Das ist eben, es handelt sich hier um eine System unserer Atmosphäre. Okay. Das können wir jetzt nicht übertragen, diese Sache, aber auch unter der Höhen, die, wo wir fliegen mit einem Flugzeug. Das ist schon fast in der Orbit. Und okay. Uns gut verstehen, es gibt einen sehr guten Begriff, man nennt das Geotransfer Orbit. Das ist ein Bereich zwischen 1000 und 36 Kilometer hoch. Und in diesem Ort. 36.000 Kilometer. Ja, okay. Also in diesem Bereich, 36.000 Kilometer, in diesem Bereich und im Bereich 38.000 Kilometer, arbeiten gerade diese Systeme wie DST und die Fast Walker werden gerade hauptsächlich in diesen Bereichen gesichtet. Und Sie haben gesagt, dass da also Pine Gap ist da eine von den Stationen, die auch abhört bringen auf diese oder vor allem anscheinend diese Fast Walkers und nur Objekte, die also aus oder eintreten. Es ist noch besser. Einmal wurde sogar so ein Objekt beschossen. Und zwar von Pine Gap. Und ich schlage vor, dass der Bruder erzählt jetzt die Geschichte. Ganz kurz. Ja. Ja, das ist der berühmte Discovery-Zwischenfall von 1991 gewesen. Da war also, wie der Name schon sagt, das Space Shuttle Discovery im Orbit. Und die haben ja ständig ihre Bordkameras nach draußen gerichtet. Wir kennen alle diese Bilder von dem Erdhorizont und so weiter und vom Weltraum, die von der Space Shuttle da gesendet werden. Und 1991 geschah das einmal, dass über einen Late Night News Channel in Ostaustralien so ein kurzer Videofilm über das Discovery über den Äther ging. Wobei man sagen muss, dass kurze Zeit später, blitzschnell, nach ein paar Minuten, war dieses Video aus dem aus der Fernsehübertragung wieder verschwunden. Da hat die militärische Zensur zugeschlagen. Allerdings ist es so, dass bevor das geschah, weltweit schon so viele private Videoaufzeichnungen dieses Clips existierten, dass er bis heute bekannt ist und auch angesehen werden kann. Man sieht also von von der Bordkamera des Discovery Shuttles aufgezeichnet ein kleines leuchtendes Objekt, das in etwa so mit scheinbar langsamer Geschwindigkeit fast parallel zur Discovery fliegt. Und dann sieht man plötzlich genau, wenn sie über Australien sind, über Pine Gap, wie von der Erde aus kurze Zeit hintereinander zwei leuchtende Energiestrahlen nach oben schießen, genau in Richtung, wo dieses fremde Objekt flog. Allerdings haben sie es nicht getroffen, weil das Ding hat wirklich in einer Sekunde eine fast 180-Grad-Kehrtwendung gemacht. Dann also mit 285-facher Schallgeschwindigkeit und 340.000 Kilometer pro Stunde in Richtung Weltraum davon geschossen. Also man kann dazu nur sagen, keine irdische Flugmaschine, weder ein Raumschiff, das einer von uns hier gebaut hätte, noch ein Flugzeug, das so ein manöverfähig wäre, eine momentane Kehrtwendung zu machen, um mit solcher Geschwindigkeit davon zu schießen. Abgesehen davon, dass wahrscheinlich jeder Pilot sich dabei den Hals brechen würde. Und die Bemerkungen der NASA, es hätte sich um einen Eisbrocken gehandelt, der vor der Windschutzscheibe des Space Shuttles herumgeflogen wäre, natürlich auch sehr merkwürdig, dass dieser Eisbrocken da plötzlich so ein waghalsiges Flugmanöver vollzogen hat. Ja, ich weiß, ich hatte STS-47, stimmt das? Und also kennen Sie noch die Space Shuttle Missionsnummern? Weil dann findet man das auch. Das könnte sein. Ich weiß jetzt nicht welche Mission, aber ja. 1991 jedenfalls
war das eine dieser Space Shuttle-Missionen dieses Videos damals auf der ganzen Welt gezeigt worden. Und da weiß man inzwischen, irgendwie durch das Tracking-Verfahren hat man festgestellt, dass diese Energiewaffenschüsse vermutlich aus freiem Geld bekommen wurden. Ja, unglaublich. Ich habe in den News besprochen, eine Seite, da hatte ich mir die Mühe gemacht, einen Film zusammenzuschneiden, und zwar 10 Minuten Gefilme, wo man alle möglichen Anomalien sieht, die von Soyuz, Space Shuttle, STS und sonstigen, also ISS und sonstigen Missionen und so weiter gefilmt wurden. Und das sind also haufenweise Objekte, die. Ja, ich kenne das Video von das damals, also quasi durchgesickert ist, aber da scheint mehr zu geben. Also ein Material, Hauptmaterial, das wirklich. Das ist dabei, dass es hier so ein irdisches Überwachungssystem, wie das DSG-Projekt und auch die terrestrischen Basen, die Time Gap und Northwest Gate, natürlich schwer. Это мы увидели сегодня космический корабль, и вот пространство Вселенной улетел. Ой, Наташа, как я радуюсь сегодня, потому что мы улетим. Мы летим, и не можем долететь. Ой, Наташа. Patent. Wie Antennenanlagen zu konstruieren sind, damit sie möglichst leicht ein schnell bewegtes Objekt verfolgen können, ohne dass ständig große Nachrichtungen nötig sind. Und wenn man sich diese Patentschrift anguckt, hier da, das macht man dadurch, dass man die Antennen hexagonal anordnet. Sehr interessant, aber damit ist natürlich die Begründung, man würde diese Basis für U-Boot-Kommunikation hauptsächlich nutzen, obsolet geworden, denn U-Boote sind eigentlich nicht dafür bekannt, dass sie sich wahnsinnig schnell bewegen. Und demzufolge würde man kaum eine hexagonale Antennenstruktur brauchen, ein U-Boot auf dem Radarschirm zu verfolgen. Und gleichzeitig weiß man, dass die Northwest Cape in den vergangenen Jahrzehnten auch mit zwei amerikanischen Marinebasen vernetzt war, die wirklich für unsere Kommunikation da sind, eine im Staat Washington, eine im Staat Maine, und die sind nicht hexagonal angeordnet. Also das ist einfach eine Alibi-Position mit diesen U-Boot-Kommunikation. Ist eine Basis, die zunächst einmal von ihrer geometrischen Anlage geeignet ist, um schnell bewegte Objekte im Orbit zu verfolgen. Und wenn man sich diese Zuschauer nur raussucht, was findet ihr euch im Netz? Richard Hogan hat ja auch gesprochen. Da sieht man also, wie zwei sehr, zwei Konflikte da irgendwie abgegeben werden, diese Objekte. Und in dem Moment, wo also ein Blitz auf der Erdoberfläche, beim Geschosse und Anführungszeichen, bewegen sie in Richtung der Objekte, und im selben Moment biegen die Objekte ab, also Eisklumpen, no way. Und glauben Sie also, dass dieser Beschuss von kein Gap oder ausging? Das vermutet man, weil sich die Discovery zu der Zeit, als diese Aufnahmen entstanden, zufällig über Australien befunden hatte. Und demzufolge ist das auch der Grund, weshalb dieser Film eben auch von der australischen Fernsehstation aufgeschnappt wurde und da gesendet worden ist, ein paar Minuten. Sonst hätte die Welt ja niemals davon erfahren. Irgendwelche Ideen, was für Art von Technologie da verwendet wird, um auf diese Fastwalkers, Vulgo UFOs zu schießen? Also so wie das aussieht auf dem Video, ich habe es ja auch unzählige Male schon gesehen, waren das sicherlich EMP-Waffen, also elektromagnetische Pulswaffen oder Laserkanonen oder also das waren Energiewaffen. Das waren keine Projektile, also die sind ja gar nicht so weitreichend. Bei Kanonen kann man ja gar nicht so weit schießen. Das waren das Einzige, was nur weitreichend ist, sind halt Energieblitze. Also im Prinzip elektromagnetische Impulse, die ja mit Lichtgeschwindigkeit sich fortpflanzen und im Grunde ja oben fliegen können. Mhm. Ein schönes Stichwort. Ja, ich habe den Test, den wir da besprechen können. Gut, also diese beiden Basen sind jetzt vor allem im Buch interessant, weil sie offenbar mit einer anderen Technologie operieren, als sie gemeinhin bekannt ist, und diese hexagonale Struktur offenbar sehr wichtig ist. Die hexagonale Struktur ist also auch noch aus einem zweiten Grund wichtig, nicht nur wegen dieser Überwachungsfunktion, aber da kommt jetzt das von der Gardina Frosa schon erwähnte
russische Material rein, das wir da zur Verfügung gestellt bekommen haben. Da geht es also um einen russischen Wissenschaftler, der hieß Viktor Stepanowitsch Rebennikov. Ist schon vor ein paar Jahren gestorben. Das war eigentlich ein Entomologe, also ein Insektenforscher, der in Sibirien in der Nähe von Novosibirsk gelebt hat. Und der hat also im Prinzip den größten Teil seines Lebens sich mit der Erforschung der Insektenwelt beschäftigt. Und eines Tages geschah ihm das, dass er in Sibirien im Sommer an einem ausgetrockneten See, an einer Böschung stand und sich plötzlich sehr, sehr merkwürdig fühlte. Er hatte ein Gefühl, dass es schwindelig wird, als würde er in eine unendliche Tiefe fallen oder dann nach oben katapultiert zu werden. Er sah Blitze vor seinen Augen, hatte einen metallischen Geschmack im Mund und nachdem er diesen ersten Schock überwunden hat, ging er ein paar Schritte zurück von dieser Böschung zurück, damit er nicht dann noch in den ausgetrockneten See reinfallen würde. Und er stellte dann fest, dass dort, wo er gestanden hat, befanden sich unter dem Erdboden riesige Bienenstöcke von wilden Bienen. Und nun wissen wir ja alle, dass die Bienen in ihren Bienenstöcken Waben bauen, die hexagonale Formen haben. Und Viktor Kerebennikov hatte jetzt als Wissenschaftler die Absicht und den Wunsch, dieses merkwürdige Phänomen, was er da erlebt hatte, zu erforschen. Das heißt, er nahm sich Bienenwaben mit in sein Labor und stellte fest, dass in der Nähe von solchen Bienenwaben Menschen sehr oft verschiedenste Symptome am Körper bekamen, Schwindelgefühle, Kreislaufstörungen, schwere Gefühle, auch Leichtigkeitsgefühle. Und er stellte auch fest, dass kleinere Gegenstände sogar teilweise oberhalb von solchen Bienenstöcken levitieren konnten, also sich irgendwie die Luft erheben konnten. Und was das Merkwürdigste war, er hat jetzt gedacht, das hängt irgendwie mit dem speziellen Material dieser Bienenwaben zusammen, er hat aber dann diese Bienenwabenstrukturen aus anderen Materialien, aus Papier, aus Holz, aus Papier, nachgebaut. Er arbeitete teilweise wirklich mit alten Eierkartons und so weiter, wo jetzt solche hexagonalen Strukturen auch sehen sind. Und hat immer wieder die gleichen Effekte erzielt. Er entdeckte dann einen sogenannten Hohlraumstruktureffekt, der wurde auch CSE genannt, Cavity Structural Effect, dass also im Bereich von solchen hexagonalen Strukturen, speziell wenn die Röhren förmig sind, wie die Bienen waren, und diese Röhren sich nach hinten so verjüngen, dass genau wie es halt auch bei diesen ineinander geschachtelten Antennen in Northwest Cape so ist, dass dort tatsächlich bestimmte leichte Antigravitationseffekte auftreten, also Experimente in Tiefkühlschalen im Labor gemacht, wo er da solche Mikro-Hexagonalstrukturen drin hatte. Das findet man zum Beispiel an den Lagen, die gingen dann auch falsch nach einer gewissen Zeit. Und das Interessante war, dass tatsächlich er feststellte, dass Flüge von Insekten in einer sehr feinen Struktur, die man nur am Elektronenmikroskop sehen kann, solche hexagonalen Röhren. Und das ist aber eine Kuschichna Schane, da geht es um die Kolore, viele Kolore, die von der Körperform, die Lungen zum Beispiel, die Käfer, das ist eigentlich von den Gesetzen der Aerodynamik, wie wir sie kennen, unnötig wäre, dass sie fliegen können. Das ist für die Roman Sache, das ist Borneo-Status, wie ich das Buch auch gelesen habe, gar nicht so bewusst, aber offenbar kann man das eigentlich aus so normalen aerodynamischen gleich mal herleiten, wenn man das kleine Flügel und das Körper kann nicht fliegen. Eigentlich nicht fliegen kann. Man sagt ja immer, die Hummel, nach den Gesetzen der Physik kann die Hummel nicht fliegen, Gott sei Dank kann sie auch nicht lesen. Insofern weiß ich nicht, dass sie nicht fliegen kann und deshalb nicht gewinnen. Aber jetzt weiß man, dass diese Insekten auf der Marienkäfer zum Beispiel, ist ja auch ein ziemlich plumpes Tier eigentlich und fliegt auch mit relativ kleinen Flügelchen, dass diese Tiere unter ihren Flügeldecken solche Hexagonalstrukturen haben und auf diese Weise vermutlich Levitationseffekte ausnutzen, die bis dato unserer Wissenschaft noch gar nicht bekannt waren. Viktor Rebennikov hat das dann ein bisschen ausgebaut. Er hat sich dann also eine Art Plattform gebaut, wo er auf einer Plattform, auf der er selber stehen konnte, da hat er dann unter dieser Plattform solche jalousieartigen hexagonalen Wabenstrukturen angebracht, die sich auch verschieben ließen.
Das Wichtige ist, er hat dann darauf so eine Art Fahrradsticker montiert und hat sich da drauf gestellt. Und was kaum fassbar ist, er konnte mit diesem Ding tatsächlich fliegen. Ohne herkömmlichen Treibstoff zu benutzen, ohne Propeller, ohne Düsentriebwerke, ohne alles. Ja, ich hab Aufnahmen von Herrn Gebennikow und seinem Fluggerät verlinkt im Rahmen eines Artikels, der so ein bisschen am Anfang verlinkt ist. Tatsächlich äußerst erstaunlich. Was war jetzt noch einmal die Energiequelle von dem Ganzen? Oder Energiequelle, die ist eben ganz einfach die, dass diese Wabenstrukturen, die unter dieser Plattform waren, sozusagen das Gravitationsfeld abgeschirmt haben. Die Tatsache, dass wir nicht fliegen, sondern auf dem Boden stehen, liegt ja daran, dass die Erde uns anzieht durch ihre Schwerkraft. In dem Moment, wo man diese Schwerkraft, die die Erde zur Verfügung stellt, abschirmen könnte, so wie man jetzt ein elektrisches Feld durch faradaysche Käfige abschirmen kann oder sowas, wenn man die Gravitation abschirmen könnte, würden wir schweben sozusagen. Wir würden nicht mehr von der Erde angezogen werden. Und genau das konnte er erreichen. Man brauchte keinen Antrieb zum Fliegen. Er hat ganz einfach mit dieser Apparatur die Wirkung der Schwerkraft auf sich selbst, der er auf dieser Plattform stand, abgeschirmt.